Hallo ihr Lieben, erstmal sorry, dass ich immer so unaufgeräumt vor der Kamera erscheine, aber heute müssen wir was testen. Ich meine, wer mit einer Pony-Frisur macht sich erst die Haare und schminkt sich dann, ist kontraproduktiv, wissen wir, ne? Ja, ich habe was gesehen. Und ich habe was gesehen, was mich massiv interessiert hat. Und zwar, ihr kennt Manhattan bestimmt auch, oder? Ich glaube, ich habe mein erstes Manhattan-Puder gekauft, da war ich 12 oder so. Jetzt rechne mal zurück, wie lange das schon her ist. Und dann können wir mal gucken, wie viel Tradition diese Firma schon hat. So, jetzt ist Manhattan auf den Zug vom letzten Jahr auch aufgesprungen und hat sowas wie so eine Clean Beauty-Linie geschaffen, die ich massiv interessant finde. Ihr wisst, ich habe schon seit bestimmt 1,5 Jahren kein Make-up mehr benutzt, also keine Foundation, sondern ich arbeite nur noch mit Tinted Creams. Weil das finde ich richtig cool. Sehe ich auf den Augen ein bisschen Detsche aus, weil da ist schon Wimperntusche und da noch nicht so viel. Ich habe nämlich auch eine neue Wimperntusche. Und zwar habe ich war tatsächlich mal bei Rossmann, ich, ne? Also wirklich, ne? Das ist also eine Riesenausnahme. Von Reval Loves Me. Die haben so viel Wimperntuschen im Sortiment, dass ich davor stand und dachte, welche ist denn jetzt die beste? I need help. Aber ich habe mich entschieden. Aber nee, die wollen wir gar nicht zuerst testen, weil zuerst testen war diese hier, die Manhattan Clean and Free. Die habt ihr bestimmt schon gesehen. Und ja. Hat er da nicht auch gespannt drauf? Und ich teste die heute. Und ich teste die heute nämlich anders, als ich das sonst tue. Sonst mache ich mir das drauf. Wir können gucken, finden das schön und das war's dann. Ne? Weil das ist die kürzeste Form eines vernünftigen Videos. Machen wir heute aber anders. Weil eine Seite werde ich mit der Creme schminken und die andere Seite mit meiner Favorite Misha. Ja. Genau wie da habe ich meine Wimperntusche drauf von Nabla, meine Always Lieblings-Wimperntusche. Und auf die andere Seite tragen wir von Reval Loves Me die Superstar XXL Volume Mascara auf. Die ist nicht wasserfest. Wasserfest brauche ich zurzeit nicht. Das brauche ich erst im Sommer, wenn mir der Schweiß durch die nicht vorhandenen Augenbrauen ins Auge laufen. Dann ist es besser, wasserfest zu benutzen. Und genauso machen wir das. Und was wir dann nämlich auch noch machen, ich trage auf beiden Seiten dann den gleichen Puder auf und ich werde nur ein ganz klein wenig bronzen, damit ich nicht ganz so käsig bin, weil ich weiß, dass beide etwas blass machen. Bei der glaube ich es zumindest, weil ich habe den Farbton 31 Soft Ivory. Es gab nur einen Ton heller und das wäre Porcelain gewesen. Aber die hat selbst beim Swatchen auf der Hand war die schon kalkweiß, also nichts für Mutter. Ne? Also haben wir die genommen. Und hier habe ich ja wie immer den Farbton 23. SPF drin, kein Pest, SPF drin. Und weil ich heute im Garten arbeite, ja, ich mache diesen Test unter schwersten Bedingungen. Wir haben gestern Holz gemacht. Und ich bin gerade dabei, so einen Staketenzaun in meinem Style zu bauen. Das heißt, ich muss mich ewig bücken, bla bla. Von gestern habe ich noch ein bisschen Rückenschmerzen, aber es wird, läuft. Seht ihr vielleicht in einem Gartenvideo. Also das heißt, ich muss heute Holz ordnen und den Rest vom Zaun bauen. Ja, das heißt, ich sitze nicht doof auf dem Sofa rum und teste die nur so im Sitzen, nicht? Sonnenschutz drauf, komme ich wieder. Um die Sache gerecht zu machen, werde ich keinen Pinsel, weil ich habe nicht zwei die gleichen Pinsel, werde ich die Cremes beide mit den Fingern auftragen. Weil das mache ich auch gerne. Das Einzige, was mich danach stört, ist immer so ein bisschen Gatsch dann an den Fingern. Ne? Nicht, dass ich Gatsch an den Fingern nicht ab kann, weil ich buddel ja schließlich auch in der Erde. Aber das ist immer irgendwie, da brauchst du wieder Tücher und ihr wisst. Ne? So, tragen wir zuerst mal die Mischa auf und ich hoffe, ich finde jetzt die richtige spontane Dosierung, weil sonst ist dann auch wieder blöd. Ne? Weil mit der kenne ich mich aus, da weiß ich, wie viel ich brauche. Nicht viel. Und ihr seht, man sieht sie kaum auf meiner Haut. Weil die hat ja so einen grauen Unterton, der mir sehr, sehr gut tut. Stirn lasse ich aus, weil ich mache gleich einen Stirnband rum, damit mir die Frise nicht in den Augen rumbamselt, wenn ich mich
ständig bücken muss. Insofern brauche ich ja das Stirnband nicht extra einsauen mit BB-Cream. So, guck mal. Immer ein feines Ergebnis. Auf die Creme kann ich mich 100 pro verlassen. Ich finde, man sieht einen riesen Unterschied, oder? Täusche ich mich? Das sehe ich, glaube ich, ohne Brille sogar in meiner Kamera. So, Finger sauber machen, damit das Ergebnis nicht verfälscht, ne? Bisschen in der Gartenhose abtrocknen. So, und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ich spreche heute wieder perfektes Deutsch. So muss das. So, hier kenne ich die Dosierung noch nicht. Tasten wir uns ran. Sieht man schon ein bisschen, die ist ein bisschen gelblicher als die Misha, weil die ist ja eher so leicht grauen Unterton, der sehr neutral ist und gut zu meiner Haut passt. Und hier habe ich das Gefühl, ist etwas gelblich, aber das werden wir gleich sehen. Ja, ist sie. Absolut. Aber ich muss sie natürlich auch noch richtig einarbeiten, ne? Ist in einer frischen Tönung, ist überhaupt nicht zu dunkel für meine Haut. Ich finde eher, sie passt ziemlich perfekt zu meiner Haut. Sie ist sehr viel reichhaltiger als die Misha. Sie ist geschmeidiger, reichhaltiger. Die Misha ist ja eher so, naja, sehr, sehr dünn und fein und ein bisschen trockener. Aber nicht trocken im Sinne von trocken, ne? Und die hier ist, ich spüre sie in jedem Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich Hautcreme, also eine Pflegecreme und die BB-Creme zur gleichen Zeit aufgetragen habe. Das ist ein sehr saftiges, aber nicht unangenehmes Ergebnis. Verwegen Glau unterscheiden sie sich nicht. Ich gucke jetzt mal im Vergrößerungsspiegel, ne? Da kommen ja die Fakten zutage. Sie sieht auf der Haut auch saftiger aus als die Misha. Ja. Und sie fühlt sich wesentlich saftiger, aber das sagte ich schon, ne? An. Das Tragegefühl ist für mich, die jetzt Misha gewohnt ist, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So will ich mal sagen. Ich will mal gucken, was die für Features haben. Wo informiert sind, ne? Lass mal einen Moment auf mich wirken. Also, sie ist ohne Parfum und Mineralölen ein pflegendes Make-up. Also doch mehr ein Make-up. Sie ist gut zu uns und vegan. Pflegendes Make-up versorgt die Haut den ganzen Tag mit Feuchtigkeit. Also doch ein Make-up. Eher doch nicht so eine BB-Creme, aber hat die Deckkraft einer BB-Creme. Und natürlich, wenn es jetzt doch ein Make-up und keine Tinted Cream ist, dann wird mir auch klar, warum ich im Gefühl einen Unterschied verspüre. Aber die Deckkraft ist definitiv nicht höher. Trotzdem ist ein Make-up sein soll. Schaut noch mal. Ich finde mal gut, ne? So. So, jetzt werde ich beide mal mit Laura Mercier abpudern. Das Ding hält wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Also 10 Jahre bestimmt und ich verwende das fast täglich. Ich massiere das ja immer gerne so ein bisschen in den Deckel ein. Erstmal tupfe ich drauf und dann massiere ich das so ein bisschen, weil ich will diese trockene Gedöns nicht auf der Haut liegen haben, sondern möchte schon, dass es sich mit dem Produkt darunter verbindet. Und schon verändert sich das Tragegefühl der Creme, der Manhattan-Creme, erheblich. Beides abmattiert, aber nicht totmattiert, finde ich, weil das macht Laura wirklich gut mit dem Puder.
Also, jetzt mal ehrlich, wenn ich es nicht wüsste oder ihr nicht wüsstet, würdet ihr einen Unterschied sehen von der zu der Seite? Jetzt ganz ehrlich. Nö, ne? Also ich nicht. Jetzt mal noch leicht Bronzer drauf, aber nur ein bisschen von Hartinti Schmidt, weil der Bronzer ist ja sehr, sehr hell. Weil ich habe den in der hellsten Tönung. Naja, ihr wisst, welcher das ist, ne? Habe ich euch ja schon oft gezeigt. So, und den trage ich jetzt nur ein bisschen drauf. Wirklich nur einen Hauch. Mach das gerne überall. Überall ein bisschen Farbe habe. Und der Puder ist ja auch so fein, der setzt sich auch nirgendwo ab. Und da auf Concealer habe ich heute total verzichtet, was ich sehr vorteilhaft finde. Wenn ich gewissenhaft arbeite, kneife ich immer die Augen zusammen und dann setzt sich der Puder da ab. Wenn ich nur fühle, fühlt sich beides gleich an. Beides ist sehr glatt. Beides fühlt sich satt an, also gesund genug, überhaupt nicht trocken, nirgendwo zieht es. Weil kennt ihr das, wenn ihr trockene Haut habt und macht Make-up drauf und dann fühlt sich die Haut an, wenn du so machst, als wenn da irgendwas bricht. Das Gefühl habe ich nicht. Dann gucken wir mal, was der Wimperndusche macht. Ich ziehe euch gleich näher ran, weil hier habe ich Nabla. Nicht besonders ordentlich. Ist so, ne? Und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt River Loves Me. Ich bin echt gespannt, weil die ist echt günstig. Kostet unter 3 Euro. Kann eine Mascara für unter 3 Euro mit einer für 23 Euro mithalten? Ihr wisst, ich habe diese Nabla, benutze ich schon ein Jahr. Das ist immer noch genug drin, um meine Wimpern so zu machen. Also ich bin heftigst verliebt und die kaufe ich mir auf jeden Fall nach, auch wenn ich eine Alternative finde. Ich hatte eine Alternative, ich glaube, das war eine Catrice, die habe ich aber in England gelassen, weil da brauche ich auch eine gute Wimperntusche und deswegen ist das Start jetzt in England. Weil ich ja jetzt, ne, immer mit kleinem Gepäck reisen will und nicht meinen ganzen Kosmetikkoffer mitnehmen muss. Boah, was ein Oschi, ne? Na denn, fast oh, ist größer als mein Auge. Na, ob das was wird, ne? Oh, mal gucken. Mach mal vorsichtshalber alles weg, was eventuell sonst mit eingeschwärzt wird. Und los geht's. Oh, es ist dann schon eine Haarspitze erwischt. Es kommt reichlich Wimperntusche raus, also reichlich Produkt. Ich bin sehr vorsichtig mit dieser Bürste, weil die Handhabung solcher Bürsten bin ich einfach nicht so gewohnt. Und meine Wimpern sind auch nicht so lang, dass ich die voll zum Einsatz bringen kann. Ich kann euch ja mal von der Nabla die Bürste zeigen. Und wisst ihr, was ich gewohnt bin? Damit komme ich super zurecht und da muss ich mal gucken. Das so finde, ne? Also normalerweise sind ja neue Wimperntuschen immer sehr feucht. Bei der hier geht es. Also klar, man sieht, dass es eine frische Wimperntusche ist. Sie verhält sich wie eine frische Wimperntusche, gibt ordentlich Produkt ab, macht einen ordentlichen Job. Total. Gibt gar nichts zu meckern. Sie biegt die Wimpern. Und auch hier, Moment, Vergrößerung. Sehe ich keinen großen Unterschied. Ich hole euch ran. Okay, sie färbt ab. Ich die Wimpern nach unten schlage, aber vielleicht ist sie noch nicht trocken, braucht vielleicht ein bisschen länger. Aber das Ergebnis spricht doch für sich, oder? Ja, das ist beeindruckend, ne? Was man mit unter 3 Euro alles so anstellen kann, ne? Finde ich gut.
finde ich wirklich gut. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie haltbar ist sie. Also wenn ich mit meinem ganzen Zeug heute fertig bin, Gartenarbeit, Hausarbeit, alles, was man so Arbeit hat, dann sehen wir uns wieder und dann kontrollieren wir. Da ist die Nabla Mascara, da ist River Loves Me, hier ist Misha und hier ist Manhattan. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen was auf der Lippen, damit die nicht so blass sind, weil das mache ich neuerdings immer. Ich liebe ja immer noch von Art Deco. Den habe ich euch wirklich vor über einem Jahr mal gezeigt. Das ist so ein Pröbchen, ne? Aber eine Hammerfarbe. Ich liebe ihn. Übrigens, wollte ich euch noch was fragen. Habt ihr mal Lust auf ein Live-Video? Also eher mit einem Chat. Werner und ich vor der Kamera. Ihr kommt auch. Und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Ihr schreibt, ich quatsche. Werner quatscht auch. Wenn ihr da mal Lust zu habt, ne, dann sagt uns das mal. Wir machen das nämlich, ne? Ich habe aber noch eine Neuerung. Und zwar, Moment, wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich habe meine Nägel übrigens garten kurz geschnitten. HD Gel on the Go von Riva Loves Me. Ein Nail Polish in 45 Sekunden trocken und vegan. Jetzt kommst du. Hat 1 Euro irgendwas zerquetschte gekostet. Ist so ein grün, türkis, ganz dunkel. Ja, ich würde sagen, wie heißt denn diese Farbe? Naja, ist ja egal, aber ist wirklich sehr, sehr schön. Ah, Seal. Seal ist die Farbe. Das ist ein dunkelgrün mit einem dunkelblau gemischt. Finde ich total schön. Den werde ich übers Wochenende mal drauf machen. Und dann seht ihr den im nächsten Video und ich berichte mal, ob der hält oder nicht. Aber heute vor der Gartenarbeit. Es hält kein Nagellack aus und darum bleibt er jetzt erstmal stehen. Das ist das, was ich mir neu bei Rossmann gekauft habe. Tatsächlich. Ich glaube, für alle drei Produkte habe ich inklusive der 10% App, Rabatt-App von Rossmann, um die 13 Euro bezahlt und damit bin ich ziemlich happy. Also kann man mal machen, ne? Finde ich. Kommt jetzt in meine tägliche Routine und dann gucken wir uns das weiter an. So ist jetzt das Ergebnis nach 10 Minuten, fühlt sich immer noch gleich an. Also ich finde nicht, dass meine Seiten unterschiedlich aussehen. Ich sage auch, das für ein gutes Gefühl ist, ne? Obwohl Misha ist ja immer noch meine. Aber wenn die genauso gut ist. Oh, ich muss mal wieder zum Friseur. Wenn die genauso gut ist, dann überlege ich mir. Schwer. Wenn man was so gern hat, ne? Und überzeugt ist, das dann loszulassen. Aber für den Fall, dass es günstiger ist, sollte man vielleicht mal loslassen. In Anbetracht der finanziellen Lage, die auf uns zukommt, die über uns schon hereingestürzt ist. Weil Leben ist Stress, neuerdings noch stressiger, als es schon war, in vielerlei Hinsicht. Ukraine, Russland. Beschäftigt mich sehr. Corona beschäftigt mich immer noch sehr, zumal ein Familienmitglied von uns erkrankt ist. Ja, und die Preisentwicklung beschäftigt mich ganz außergewöhnlich stark. Und ich bin happy, dass ich rechtzeitig mit dem Budgeting angefangen habe, weil sonst sehe ich echt schwarze Zeiten auf mich zukommen. Ich meine, ich mag schwarz, das ist jetzt nicht schlimm, ne? Oder die rote Zahlenzeit. Auto fahre ich nicht mehr, also sitze ich jetzt schon wieder nur zu Hause rum. Oh, so ist halt Leben, ne? Wollen wir nicht meckern. Alles klar, ihr lieben süßen Mäuse. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Bin total gespannt, vor allem auf heute Abend. Bis später. Hi, Liebchens. Paar Stunden später. In einer Tatarasapuße. Hab nämlich einen Zaun gebaut. Wenn ich schaffe, blende ich euch den hier ein. Und hab mir auch noch in den Finger genagelt, sozusagen. Bin mit dem Nagel abgerutscht. Hat nicht geblutet, hat trotzdem weh. Egal. Sorry, dass ich so gemacht habe. Aber egal. Jetzt geht's ja darum, wie sehe ich aus. Also, ich finde, ich sehe abgekämpft aus und habe Augenringe. Was mir aber auffällt, ganz spontan, und vielleicht seht ihr es auch, ich habe ja keinen Concealer benutzt und das mit Absicht nicht. Auf dieser Seite, finde ich, ist der Augenring nicht so sichtbar wie auf dieser. Stimmt ihr mir dazu?
Deckkraft auf dieser Seite wunderbar. Ich meine, wir haben heute schönes Wetter. Ich habe da draußen, wie gesagt, den Zaun gebaut, habe noch ein bisschen rumgesessen, noch Holz sortiert. Und hier sehe ich, glaube ich, ein bisschen blasser aus. Ne? Guck mal. Bilde ich mir das ein? Das Licht kommt von vorne, also keine Seite ist heller als die andere. Was meint ihr? Bin mir nicht sicher. Jetzt gucke ich mir mal an, was der Wimpernto schon macht, ne? Also, ja. Sehr schön. Sieht beides noch gleich aus. Sieht beides auch noch frisch aus. Weil die hält tatsächlich. Also, das kann ich euch sagen. Das könnte für mich eine totale Alltagswimperntusche werden. Die ist nicht furztrocken auf den Wimpern. Also die Wimpern sind noch total beweglich und man hat nicht das Gefühl, dass man sie abbricht. Das war die. Also von der bin ich jetzt echt positiv angetan. Schau mal. Wobei die von Nabla natürlich auch nicht die Wimpern so hart macht, weil die sind beide Seiten noch voll geschmeidig. Aber hier habe ich tatsächlich weniger Produkt mehr im Gesicht. Also der Bronzer, was ich da drauf gemacht habe, ist vollkommen weg. Diese Seite sieht immer noch irgendwie ein bisschen gepflegter aus. Also finde ich, ne? Also ich habe jetzt im Vergrößerungsspiegel geguckt. Das gefällt mir immer noch besser. Und das war die Misha. Die gefällt mir aber auch richtig gut. Also nicht, dass ich jetzt sage hier, weil das ist für mich wirklich gute Qualität, sehr gute Qualität. Das ist mein Lieblingsprodukt seit 2 Jahren, ihr wisst das. Und die kann durchaus mithalten. Also wenn ihr nicht gerade Zäune baut im Garten oder da rumrammentert, ist das mit Sicherheit ein ganz, ganz feines Produkt, was ihr super verwenden könnt. Also es ist überhaupt nicht trocken. Ist immer noch ganz weich. Von der Seite bin ich es gewohnt. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Einzig und allein ein bisschen die Deckkraft lässt nach. Ne? Seht ihr das? Ne? Weil ich habe hier das Gefühl, dass mein Augenring mehr sichtbar ist. Also verschwindet die im Laufe der Zeit. Ich überlege gerade, wie lange ich die jetzt drauf habe. 7, 8 Stunden. Dafür ist das ein tolles Ergebnis. Also top. Ne? Oder? So. Wimperntusche, ganz klare Empfehlung. Das Make-up von Manhattan ist ja Gräuel-Tinted-Creme, haben wir jetzt inzwischen mitgekriegt. Ist ja mehr ein Make-up. Ist ein sehr leichtes, ein sehr sättigendes, ein sehr feines Make-up. Um das jetzt so zu sagen. Also von den Make-ups, die ich habe, kommt das hier, der Tinted Cream, am nächsten. Weil ich habe hier auch dieses Make-up von Revival Loves Me. Das verwende ich hin und wieder, weil das ist auch wie eine Tinted Cream. Wisst ihr, das ist ganz flüssig und ganz leicht. Aber das haben wir ja heute nicht getestet. Aber dieses Produkt kann ich empfehlen. Und wenn ihr für einen günstigen Preis, ich glaube, 8 Euro noch im Buschen, ja, mit 10% habe ich sie gekauft, kann man das wirklich machen. Es sind 30 Milliliter drin, ist eine feine Sache. Also, Kaufempfehlung. So, bis zum nächsten Video. Jetzt meine Wunden lecken. Okay, bis dann. Macht's gut. Ciao.